Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Murder Soul Suspect. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und müssen jetzt zurück zu Joy. Und in der letzten Folge haben wir den Tod von Sophia gesehen. Und jetzt müssen wir zurück zu Joy und ich hoffe, wir müssen nicht wieder an Dämonen vorbei. Entfernen. Hui. Ah, und wir können ja jetzt, denk daran, du teleportierst durch Lücken, indem du... Ja, und loslässt. Ja, in der letzten Folge haben wir ja auch teleportieren gelernt, was ich immer noch sehr geil finde. Und aber zack. Sehr cool. Macht immer noch Spaß. Enthüllen. Ah, wieder so ein Ding, wo wir bestimmt schon hundertprozentig was übersehen haben. Gott, hier sind Verstecke, was mir Angst macht. Sind wieder irgendwelche Geistergestalten. Die einfach so verschwinden. Ich höre etwas, ich bewege mich lieber durch die Verstecke fort. So, was haben wir hier? Sammeln. Hui, rauchende Ronnen. Diese Sargnägel bringen Ronnen noch in ein früheres Grab. Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontiere ich ihn damit. Ich sagte ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt er diese verdammte Dinger auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und das müsste reichen. Nicht gerade die sensibelste Antwort, aber Ronan ist Ronan und ich glaube, er ist nie davon ausgegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit dem Leben, das er lebt. Okay. Dann gehen wir einmal zack. Ich habe immer noch Angst, dass hier irgendwo Dämonen sind. Zack. So, was haben wir hier? Wieder so ein Ding. Ja. Noch 6 Stück, aber wir haben... Ich denke immer noch, wir haben bestimmt was über... schon welche übersehen. Ronan, ich habe Schreie gehört und... Schön. Dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig, er... Das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Laxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Laxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist das noch schlimmer als hier. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten.
Kopf, sie weiß es schon. Okay, untersuche den möglichen Glockenmörderfall auf dem Friedhof. Abgeschlossen. Finde den möglichen Glockenmörder-Überlebenden in der Anstalt. Es gibt eine Überlebende. Sie hat vielleicht Informationen zum Glockenmörder. Untersuchung beginnen. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. So, 92 Meter. Gib dich zur Lux Eterna Anstalt. Ja, das machen wir. Ja, ich bin gespannt. So, einmal hinsprinten. So, und wir sind schon gleich da. Und wir sind schon da. Psychiatrische Anstalt Lux Eterna. Ja, das möchten wir betreten. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was? Wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen, sollte das von einer lebenden Person erledigt werden. Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Hab ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Erstmal schaue ich, was da hinten so blinkt. Was blinkt denn da so? Sammeln. Klatschartikel Nummer 3. Niemand konnte das Geheimnis unter den Glockenmörder. Ich hab keinen Bock. So, da blinkt nochmal was. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Wahnvorstellungen des Mörders. Joys Mutter glaubt, dass die Wahnvorstellungen des Mörders weit über die der meisten Leute mit klinischen diagnostizierten Problemen hinausgehen. Okay, ja. Hier an den Bild. Junge auf Krücken. Foto eines Jungen. Ein Junge mit Krücken. Die Rezeptionistin muss ihm nahestehen. Ja, das wird wohl so sein. Was haben wir hier? Besuchszeiten stark eingeschränkt. Besuchszeitplan. Die Besuchszeiten sind strikt und bevorzugen definitiv Verwandte und Ärzte. Okay. Besitz ergreifen. Beeinflussen.
So, was haben wir hier? Hier Foto eines Jungen. Es hat geklappt. Kleiner, ich hasse es hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke, jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach Geliebt, das. Geliebter Mensch. Ihr geliebter Sohn ist alles, was ihr geblieben ist. Genau wie Iris alles sein mag, was uns im Glockenmörderfall bleibt. Ihren Monitor werfen. Okay, Sperrhen. Dort haben wir Iris Campbell, Hochsicherheitstrakt, Zimmer 216. Iris Campbell, Hochsicherheitstrakt, Zimmer 216. Hui. Sie ist in Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. Iris Aufenthaltsort. Okay. Gib dich zum Zimmer 200. Ja. Okay, dann machen wir das mal. Was war da? Ein Geschenk zur Genesung, aber für wen? Genesungsgeschenk. Ein Geschenk für jemanden, der krank oder verletzt ist. Okay. So, dann Zimmer 216 war es, glaube ich. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie verrückt dies ist. Da blinkt wieder etwas. So, was ist das, was da blinkt? Zeitungsartikel Nummer 6. Oh, was haben wir hier? Gedankenfall der spanischen Grippe. Gewidmet den Opfern der großen spanischen Grippe-Epidemie 1918 in dieser Station ausgebrochen, möge ihre Seelen den Frieden finden, der ihnen im Leben verwehrt blieb. Okay. So. Zack. So, die ist jetzt am Arsch. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Scheiße. Unterstützung im Krankenhaus. Es war so lieb von Ronan mitzukommen. Ich weiß, es ist hart für ihn, mit meinen Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Ich glaube, in meinem Kopf geht etwas Schwerwiegendes vor. Und er leidet mit mir. Unter den Konsequenzen, aber so eine Stütze, mein Fels in der Brandung zu sein. Dafür braucht es einen richtigen Mann. Ich stehe das durch. Ich werde dafür sorgen, dass sich der Kampf lohnt. Los, gehen wir. Noch eine Kamera, passt schon. Wo ist eine Kamera? Ja, erstmal hier. Zack. Ui, was haben wir hier? Sammeln. Und jetzt kommt die nächste Geschichte. Ja, aber ich würde sagen, ich beende erstmal hier die Folge und dann schauen wir in der nächsten Folge nach unserer Patientin. Und ja, ich hoffe, euch hat aber die Folge gefallen. Der ist zwar etwas kürzer, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, ein Abo und ein Kommentar. Dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, euer Xido. Dann ciao.